So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es mal um das Thema Syllogismus und formale Logik, inklusive auch um Aristoteles. Aristoteles war ein bekannter und einflussreicher Philosoph, unter anderem auch Begründer der formalen Logik. Diesbezüglich hat er auch andere Wissenschaften, wie zum Beispiel Naturwissenschaften und die Mathematik, sehr stark mit beeinflusst. Da seine formale Logik oder seine die Grundlage der formalen Logik, die er geschaffen hat, hier auch verwendet wurde. Fangen wir mal direkt an. Die formale Logik, wie auch der Syllogismus, wird auch maßgeblich in der Mathematik verwendet, ne? Also Stichwort Beweisführung und logische Begründung. Gerade wenn wir beispielsweise einen Satz logisch begründen müssen, eine Beweisführung durchführen müssen, sind wir auf die formale Logik, aber auch auf den Syllogismus bzw. die entsprechende Schlussweise angewiesen. Werden wir gleich noch näher darauf eingehen. Als Hauptanwendungsgebiet stellte sich Aristoteles eigentlich nicht die Mathematik speziell vor oder irgendwelche Naturwissenschaften, sondern seine Idee war es eigentlich, sachliche Diskussionen zu verbessern und Scheinargumente zu entlarven. Ja, er wollte also sachlichen Diskussionen eine höhere Qualität verschaffen. Aus diesem Grund entwickelte sich auch die formale Logik und auch der Syllogismus, also die Methodik des logischen Schlusses. Wie gesagt, Einzug fand das Ganze auch in den Naturwissenschaften, in der Mathematik, aber auch in der Philosophie. Die zweiwertige Logik, ne? Da gibt es zwei Gesetzmäßigkeiten, die von Aristoteles benannt wurden. Also er war der Erste, der diese überhaupt einmal konstatierte genau und beschrieb. Das wäre zum einen das Axiom vom ausgeschlossenen Widerspruch. Ne? Das Axiom vom ausgeschlossenen Widerspruch sagt ganz einfach aus, dass eine logisch korrekte Aussage nicht gleichzeitig wahr und falsch sein kann. Es ist nur eines der beiden Wahrheitsmärkte möglich. Beispiel: Wenn wir die Aussage haben, es regnet gerade, diese Aussage kann wahr sein, es kann also möglich sein, wenn wir das Fenster rausschauen, dass es wirklich gerade regnet. Die Aussage kann aber auch falsch sein, nämlich es regnet nicht, wenn wir das Fenster rausziehen. Diese Aussage kann aber nicht gleichzeitig wahr und falsch sein, denn das würde nämlich bedeuten, dass es gleichzeitig regnen würde und dass es gleichzeitig nicht regnen würde. Das bedeutet, wir hätten einen Widerspruch. Na, so wie es auch dieses Axiom hier beschreibt. Ja. Das wäre also das erste Axiom, was er beschrieben hat. Da gibt es noch das Axiom vom ausgeschlossenen Dritten. Was versteht man darunter? Es gibt in der zweiwertigen Logik nur zwei Wahrheitswerte. Also wahr oder falsch. Einen dritten Wahrheitswert gibt es nicht. Es gibt also nichts, was zwischen wahr und falsch in irgendeiner Form liegt. Das bedeutet, wenn die Aussage A falsch ist, ne, also wenn gilt, nicht A ist falsch, ne, wenn nicht A falsch ist, folgt daraus, dass A wahr sein muss. Eine andere Option gibt es nicht, weil es eben nur diese zwei Wahrheitswerte gibt. Darauf beruht im Übrigen auch der Widerspruchsbeweis in der Mathematik. Ein Satz in der Mathematik ist in der Regel so dargestellt, dass wir sagen, aus A Implikation folgt B. Also aus der Prämisse oder aus den Prämissen folgt die Konklusion. Um das jetzt zu beweisen, könnten wir folgende Taktik anwenden. Wir könnten das Ganze umformulieren zu aus A folgt nicht B. Ne? Und indem wir das hier zu einem Widerspruch führen, indem wir also zeigen können, dass wenn die Prämisse wahr ist, die Konklusion nicht erfüllt ist, dass das ein Widerspruch ist. Ne? Das bedeutet, dann gilt, wenn wir zeigen können durch den Widerspruch, dann können wir durch den Widerspruch zeigen, dass nicht B falsch ist. Ja? Und somit ist dann natürlich automatisch B wahr. Ja? Im Prinzip, wenn ich sagen kann, nicht B ist falsch, können Sie sich vorstellen, hier noch eine Implikation davor. Zwei Implikationen heben sich auf. Es gibt nur noch die Möglichkeit, dass B wahr ist. Ja? Auch eben, weil nur einer dieser beiden Wahrheitswerte möglich ist, entweder wahr oder falsch. Wenn es nicht wahr ist, kann es nur falsch sein. Wenn es falsch ist, kann es nur wahr sein. Andere Optionen gibt es hier nicht. Wenn ein Beweis abgeschlossen ist, markieren wir dies durch so ein kleines Kästchen.
Ganz wichtig fürs Verständnis, man kann nicht alles beweisen. Das muss einem bewusst werden. Das wurde auch von Aristoteles konstatiert. Aristoteles sagt es schon selbst, dass man nicht alles beweisen kann. Dazu gehören auch die von ihm benannten Axiome vom ausgeschlossenen Widerspruch und vom ausgeschlossenen Dritten. Was jetzt ein Axiom ist, das werden wir auch noch gleich besprechen. Die Beweisführung ist bei solchen Sachen entweder unmöglich oder es kommt nichts Sinnvolles dabei raus. Aristoteles unterteilt dabei in zwei Begriffe. Einmal in die Axiome und einmal in die sogenannten Postulate. In der modernen Vorstellungsweise werden Axiome auch gerne gleichgesetzt mit Postulate. Allerdings hatte Aristoteles hier zwei getrennte Vorstellungen von diesen beiden Begriffen. Beide Punkte, also die Axiome wie auch die Postulate, sind unmöglich, entweder unmöglich zu beweisen oder es ist nur sehr schwierig umzusetzen. Axiome und Postulate. Also, Axiome sind nach Aristoteles Aussagen bzw. Voraussetzungen, bei denen kein Zweifel an ihrer Richtigkeit besteht. Das bedeutet also, diese Axiome, diese Festlegungen, diese Voraussetzungen müssen direkt einleuchtend sein. Allerdings gilt bei den Axiomen, na, man kann sie entweder überhaupt nicht beweisen oder es ist nur extrem schwierig umzusetzen. Na. Aber ganz wichtig ist, es darf kein Zweifel an ihrer Richtigkeit bestehen, es muss wirklich für jedermann einleuchtend sein. Ein Beispiel diesbezüglich. Giuseppe Peano hat zum Beispiel die sogenannten Peano-Axiome konstatiert. Hier sehen Sie zwei dieser Peano-Axiome. Das erste Axiom hier sagt ganz einfach aus, dass jede natürliche Zahl einen Nachfolger hat. Das heißt also, wenn x Element der natürlichen Zahlen ist, folgt daraus, dass x plus 1 ebenfalls ein Element der natürlichen Zahlen ist. Weiterhin hat Peano auch konstatiert, dass wenn x ein Element der natürlichen Zahlen ist, dass dann daraus folgt, dass x plus 1 ungleich 0 ist, wobei die 0 ebenfalls ein Element der natürlichen Zahlen ist. Das bedeutet ganz einfach, es gibt keinen Vorgänger für die 0. Es gibt also keine Zahl, also es gibt keine Zahlen, die natürlichen Zahlen, die als Nachfolger die 0 hat. Die 0 haben wir, es wurde auch konstatiert von ihm, dass die zu den natürlichen Zahlen gehört. Das sind also auch Axiome, bei denen kein Zweifel mehr an ihrer Richtigkeit besteht und die auch nur sehr schwer zu beweisen sind oder unmöglich zu beweisen sind. Postulate. Nach Aristoteles sind Postulate Aussagen bzw. Voraussetzungen, die zwar noch vernünftig gewählt wurden im jeweiligen Kontext, aber an denen noch ein gewisser Zweifel besteht. Das heißt also, diese sind vielleicht für den einen oder anderen nicht direkt einleuchtend, obwohl sie mehr oder minder vernünftig gewählt wurden. Bei den Postulaten gilt im Übrigen das Gleiche. Diese sind entweder überhaupt nicht beweisbar oder nur sehr schwierig. Ne? Ein Beispiel für ein Postulat, welches zum Beispiel vom Mathematiker Euklid verwendet wurde, in einem Beweis, und zwar in seiner Abhandlung Die Elemente, ist zum Beispiel folgende Voraussetzung, und zwar, dass man von jedem Punkt zu jedem Punkt die Strecke ziehen kann. Ne? Das ist zum Beispiel ein Postulat, welches von Euklid verwendet wurde. Hier könnte eventuell ein Zweifel bestehen, ne? Aber das Ganze ist auch entweder überhaupt nicht beweisbar oder nur sehr schwer. Die Zahl der Axiome bzw. Postulate sollte natürlich möglichst gering gehalten werden, weil, wie schon eben erwähnt, diese Axiome und Postulate werden direkt als wahr eingestuft, ohne dass ein Beweis erfolgt, weil dieser entweder nicht möglich ist oder nur sehr schwer umsetzbar ist. Aus diesem Grund sollte man schon aus Sicherheitsgründen Beweisführungen oder Schlussfolgerungen im Allgemeinen auf einen möglichst kleinen Bestand von Axiomen und Postulaten zurückführen. Beweise von Euklid. Hier wurde das Ganze auch im Übrigen so gemacht. Ne? Also Euklid hat streng nach dem Konzept von Aristoteles seine Beweise auch in Axiome und Postulate unterteilt, hat dies auch so in seiner
Abhandlung die Elemente, eine Abhandlung über Arithmetik und Geometrie umgesetzt. Das war im Übrigen eines der ersten Werke, die eine wirklich wissenschaftliche Umsetzung enthielten. Also es wurde, wie eben schon gesagt, aus nur einem kleinen Vorrat an Axiomen und Postulate wurde alles andere hergeleitet bzw. bewiesen, kann man ja auch schon sprechen. Ne? Der Syllogismus. Ne? Der Syllogismus ist die Methodik des logischen Schlusses bzw. des logischen Schließens. Ne? Mal ein Beispiel. Prämisse 1, alle Menschen sind sterblich. Prämisse 2, alle Griechen sind Menschen. Daraus lässt sich dann folgern, alle Griechen sind sterblich. Das wäre dann auch korrekt. Die Prämissen, ne, ist nichts anderes wie eine andere Bezeichnung für Voraussetzungen. Ne. Man unterteilt hier auch noch gerne in Obersatz und Untersatz. Es ist allerdings allgemein, sind hier zahlreiche Prämissen möglich. Wird auch so in der Mathematik umgesetzt. Menschen, ne, sehen Sie hier, der Begriff Menschen taucht in beiden Prämissen, Prämisse 1 und Prämisse 2 auf. Alle Menschen sind sterblich, alle Griechen sind Menschen. Menschen ist hier ein Mittelbegriff, um eine logische Verbindung zwischen diesen beiden Prämissen herzustellen. In der Folgerung hier unten ist dieser Mittelbegriff verschwunden. Ne? In der Mathematik zum Beispiel ist es oft so, dass man mehrere Prämissen hat, zum Beispiel Prämisse 1, Prämisse 2 bis Prämisse n. Diese Prämissen in einer Konklusion, also wenn man sagt Prämisse 1 und Prämisse 2 und Punkt, Punkt, Punkt und Prämisse n, daraus folgt dann eine Folgerung f. Man sagt dann auch Konklusion. Na, das sind die Prämissen und das hier unten wäre die Konklusion. Was man beachten muss beim Syllogismus ist, es gibt die goldene Regel, dass man sagt, wenn alle Prämissen, also P1 bis PN, wahr sind und der Schluss, also letztendlich die Methodik des logischen Schlusses ebenfalls wahr ist, das S hier steht in diesem Fall für die Aussage, Schluss ist logisch korrekt. Wenn diese Aussage hier ebenfalls wahr ist, genauso wie diese Prämissen, dann folgt daraus, dass automatisch auch die Folgerung wahr ist. Das heißt also, die Prämissen müssen wahr sein, der Schluss muss logisch korrekt sein. Und wenn das erfüllt ist, also wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist auch die Folgerung wahr. Man spricht ja auch im Übrigen gerne von einem Wahrheitstransport. Also die Wahrheit wird im Prinzip, so kann man sich das vorstellen, von den Prämissen auf die Folgerung übertragen oder transportiert. Jetzt ist noch die Frage, was kann hier eigentlich schiefgehen? Ne? Hier mal ein Beispiel. Die erste Prämisse, die wir setzen könnten, wäre, alle Menschen sind sterblich. Das ist ein Axiom, was direkt einleuchtend ist, allerdings unmöglich zu beweisen ist oder nur sehr schwierig. Prämisse 2, alle Katzen sind keine Menschen. Ne? Auch ein Axiom. Und jetzt könnte man zum Beispiel aus diesen zwei Prämissen folgern, Katzen sind unsterblich. Ne? Also weil alle Menschen sterblich sind und alle Katzen keine Menschen sind, sind Katzen folglich unsterblich. Ne? Jetzt könnte man sich fragen, was ist hier schiefgegangen? Denn die Prämissen, wie man hier erkennen kann, die sind wahr. Ne? Da gibt es keinen Zweifel dran. Allerdings diese Folgerung, die ist unsinnig. Ne? Das wissen wir. Der Knackpunkt ist hier der logische Schluss. Der Schluss ist hier logisch nicht korrekt, da sich die Schlussfolgerung unmöglich aus den angegebenen Prämissen ergeben kann. Mit anderen Worten, es wird hier etwas hineininterpretiert, ne, was hier gar nicht vorhanden ist. Also etwas, was ich aus den angegebenen Prämissen unmöglich folgern kann. Ne. Ich erwähne hier auch nochmal diese Regel. Die Prämissen müssen wahr sein, der Schluss muss logisch korrekt sein und erst dann ist auch die Folgerung wahr. Hier sind zwar Prämissen wahr, der Schluss ist allerdings nicht logisch korrekt und somit ist auch hier die Folgerung nicht korrekt. Das heißt, in diesem Beispiel hätten wir im Übrigen diese Form hier. Na, diese Form gilt jetzt für unser Beispiel. Also wenn die Prämissen wahr sind und der Schluss eben falsch ist, na, dann folgt daraus, dass dann auch die Schlussfolgerung falsch ist. Na.
Die Notation nach Aristoteles. Ne? Aristoteles war auch der Erste, der hier auch eine entsprechende Notation niederschrieb. Dargestellt mit Kleinbuchstaben, das sind im Prinzip entsprechende Verknüpfungen, logische. Die Großbuchstaben hier A und B sollen Aussagen darstellen. Zum Beispiel hier A, klein a, B. Alle A sind in B. Was bedeutet das? A, E, B bedeutet kein B ist A. A, I, B bedeutet einige B sind A. Und A, O, B bedeutet einige B sind keine A. Mit dieser Notation können wir jetzt auch einfach mal einen einfachen Syllogismus schematisch hier aufzeigen. Wir können zum Beispiel sagen, okay, A, A, B, also alle A sind B, das wäre unsere erste Prämisse oder unser Obersatz. Unser Untersatz wäre jetzt C, I, B, also einige B sind wiederum C. C ist im Übrigen auch wieder eine logische Aussage. Und aus diesen Prämissen könnten wir jetzt folgern C, I, A, also einige A sind C. Hier habe ich also im Übrigen die entsprechende Bedeutung als Fließtext im Prinzip hingeschrieben. Das Ganze können wir im Übrigen auf die Mengenlehre übertragen und auf die Aussagelogik. Ne? Hier habe ich jetzt diese zwei Prämissen, habe ich hier entsprechend formuliert. Ne? Das sind also nur diese beiden Prämissen hier, Ober- und Untersatz. Die erste Prämisse sagt nichts anderes aus als x ist Element aus A und x ist auch gleichzeitig ein Element von B. Wir haben also hier im Prinzip auf Mengen übertragen, die Teilmengenbeziehung. A, B und C sind jetzt also hier nicht mehr Aussagen, sondern es sind Mengen. Na, hier haben wir im Prinzip stehen A Teilmenge gleich B. Das wäre die erste Prämisse. Die zweite Prämisse, CIB, bedeutet hier, es existiert mindestens ein X, das können auch mehrere sein im Übrigen, Elemente von B, also von der Menge B, da gibt es mindestens ein solches Element. Oder auch mehrere aus dieser Menge, für die gilt, dass diese Elemente, dass diese x auch gleichzeitig Elemente von C sind. Ne? Somit kann ich dann auch folgern, ne? Das bedeutet also, diese Zahl hier entspricht jetzt hier unten unserer Folgerung. Somit kann ich hier auch folgern, es existiert hier mindestens ein x oder mehrere Elemente aus A, für die gilt, dass diese Elemente gleichzeitig auch Elemente aus der Menge C sind. Ne? Das Ganze können wir auch beweisen. Ne? Nämlich, ich kann jetzt argumentieren, da laut Prämisse 1, also hier oben, gilt, dass jedes x auch aus Menge A kommt, ist somit ein x aus B auch gleichzeitig aus A. Für einige Elemente aus B gilt somit, dass sie auch aus A sind. Ne? Gemäß der ersten Prämisse. Das heißt also, für diese Elemente, die jetzt hier aus der Menge B kommen, ne? Für das mindestens eine oder auch mehrere gilt, dass sie auch aus A sind, ne, laut erster Prämisse. Also sind auch einige Elemente aus A wiederum in C enthalten, gemäß der zweiten Prämisse, in Kombination auch mit der ersten. Ich kann also dann auch hier sagen, beziehungsweise es folgt dann somit auch hier, das konnten wir jetzt hier auch aufzeigen, dass es mindestens ein Element oder mehrere Elemente aus A gibt. Für die gilt, x ist auch Element aus C. Somit haben wir das hier auch beweistechnisch gezeigt. Das hier war jetzt im Übrigen ein sogenannter deduktiver Beweis. Das heißt also, wir sind mit sequenzieller Verarbeitung vorgegangen. Man versucht dann hier auf Grundlage der Prämissen entsprechende Argumente herzuleiten. Nicht nur auf Grundlage von den Prämissen, sondern auch auf später hergeleiteten Argumenten. Ne? Versucht das dann im Prinzip untereinander zu reihen oder aneinander zu reihen. Um dann letztendlich die Konklusion letztendlich zu zeigen, was wir hier gemacht haben, indem wir gesagt haben, ne, in diesem Zusammenhang gilt dann hier, also sind auch einige Elemente aus A wiederum in C enthalten, was wir auch gemäß unserer Prämissen und unserer Schlussfolgerung hier herleiten konnten. Wenn der Beweis abgeschlossen ist, machen wir das hier mit einem Kästchen, mit so einem Block deutlich. Ne? Das war es an dieser Stelle schon. Das Video ist an dieser Stelle zu Ende. Ich bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen wie immer über das Kommentarfeld stellen oder auch über Facebook. Ich würde mich noch über ein Abonnement freuen und bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.